nichts so. So, ja. Das klingt wie ein spannendes Spiel. Die Grundvoraussetzungen sind auch da, aber irgendwie hat es nicht so rüber geschafft. Weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. Du kennst ja SimCity und dann gab es SimEarth und es gab SimArt. Es gab das erste Sim-Spiel, was es nicht für den Amiga gab, war SimTower. Das habe ich in der, da habe ich mal die Demo-Version für den Macintosh im Mac-Emulator gespielt auf dem Amiga. Okay. Also, mit, wenn du Turbokarte und Grafikkarte und sowas hast, dann ging das recht flüssig tatsächlich. Also ein 860K Mac kann man auf dem Amiga recht gut emulieren, wenn man eine Grafikkarte hat. Okay. Genau. Sim Tower. Da ging es darum, Türme und Aufzugsysteme zu bauen. Also, dass halt die sich in dem in diesem Hochhaus richtig, oder kannst du auch breiteres Häuser machen, in diesem großen Haus die Leute richtig hin und her kommen. Und das ist auch in Wirklichkeit in echt gar nicht so einfach. Nehmen wir mal, du hast so ein 30-stöckiges Gebäude, wo da läufst du nicht mehr im Treppenhaus, du hast Aufzüge und dann ist Mittagspause. Da ist erstmal voll Chaos. Und da hat jemand einen Algorithmus so entwickelt, um diese Aufzugssteuerung zu simulieren. Okay. Total coolen Algorithmus und hat daraus ein Spiel gemacht. Leider macht das Spiel gar keinen Spaß. Also. Okay. Also zumindest, du bastelst da rum und ist halt realistisch, aber es macht keinen Spaß. Ja. Also insofern. Man muss halt tolle Algorithmen oder auch Wegfinderoutinen und sowas allein sind es halt dann doch nicht. Im Gegenteil, ich habe für den geneigten Zuschauer, der wie ich knapp unter 30 geblieben ist. Ja. Der im Geist. Im sowieso. Du nicht, oder was? Ich war schon immer ein alter Sack. Wir waren ja vorhin bei Westwood. Dennis, welches gute Westwood-Spiel kennst du? Command & Conquer. Teil 1, der Tiberium-Konflikt. Klar, wie war die Wegfindungsroutine von den Erntern? Ich gebe den Tipp, Klippe. Lemminge. Hallo! Genau. Also, hier ist das Feld, da ist die Heimatbasis, da ist der Gegner. Wir können doch durch die Basis des Gegners abkürzen. Das war so üblicherweise, oder? Also, war die Wegfindungsroutine furchtbar, oder? Oh, wir werden angegriffen schon wieder. Hat es aber gestört? Nein. Nee. Du bist damit, weil das ganze Spiel einfach gut war. Ja, es war vor allem. Also, ich mag das, wenn was schön inszeniert ist. So ein bisschen cineastisch inszeniert. Das ist Story. Die muss nicht die tollste Story der Welt sein. Es gibt ja auch. Ich meine, Avatar ist auch ein toller Film und es ist Pocahontas, ja? Also, eigentlich von der Story her. Ja, und. Aber es geht einfach darum, was macht man draus? Wie wird das inszeniert? Also wie hier mal so ein Ritter dazwischen irgendwo. Also es gab ja später noch so ein Siedler-ähnliches Spiel auf dem Amiga, Foundation. Das können wir uns auch mal angucken. Das kam 1998 oder sowas raus, habe ich da. Es ist in vielen Stellen Siedler-ähnlich und es sieht auch ähnlich aus, aber irgendwie. Es wirkt im Vergleich zu Siedler irgendwie ein bisschen billig. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es nüchterner ist. Also hier hast du halt überall hier hast du diese Holzvertäfelung und wirklich Liebe zum Detail. Und das fehlt da leider ein bisschen. Siehst du, jetzt kommt der Rote und greift an mit seinen Superrittern. Unten rechts, den kannst du angreifen. Da habe ich eine Burg gebaut. Können wir weiter runter? Da ist eine Burg. Ja. Gehen wir nach links? Ja, da ist auch noch keiner drin. Ja. Da wird angegriffen. Jetzt kommt wieder der Gegenschlag. Ja, also ich finde das auch bei so ganz alten Spielen, Jan und ich spielen ja immer so ältere Spiele auf dem Atari oder auf dem C64, wenn das so ein bisschen kinomäßig so mit aufgemacht ist mit den wenigen Mitteln, die man damals hatte, so mit Logo und Blinken und THX-Sound und sowas, das finde ich dann immer toll. Oder bei Ballblazer zum Beispiel, wo dann das ist so eine Art futuristisches Fußballspiel. Ja, ich erinnere mich.
wo der dann in seinem Wagen reingefahren kommt und macht das Fenster auf und winkt und so weiter. Und das waren unsere Kohleminen. What? Wo? Da, wo wir angegriffen wurden. Denn ich dachte, du hast das alles unter Kontrolle. Ja, dachte ich auch. Dennis. Ihre Ritter haben hier den Kampf verloren. Ihre Siedlung wird angegriffen. Ja. Manu. So, der Rote expandiert wieder. Mach den gleich, greif ihn da gleich an. Mit allem, was wir haben. Weil das Problem ist, wenn der gleich mal seine das nach oben verbindet. Und den da. Auch, komm. Haut ruf. Ja. Damit die. So, also jetzt erstmal. Jetzt machen wir den Roten erstmal kalt. Langt jetzt. Püschel gegen Püschel. 2 zu 1, 2 zu 2. 3 zu 2, 4 zu 2, gewonnen. Mimü. Nochmal Püschel gegen Püschel. Siedlung wird angegriffen. 1-0, 1-1. Die Ritter haben hier den Kampf verloren. 2-1. 2-2, 3-2 verloren. Mist, da habe ich, glaube ich, gerade eine Burg bauen wollen, da, wo du gerade verloren hast. Da, wo ich gerade verloren habe. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei guten genau, Computerspielen. Cineastisch aufgemacht und sowas. Ja. Prison Architect soll ganz gut sein. Hast du das mal gespielt? Oh nein, aber ich wollte es unbedingt kaufen und da war es im Angebot. Und als ich dann endlich mich dazu durchgerungen habe, das Geld zu investieren, weil es ein wirklich gutes Spiel ist, war es nicht mehr im Angebot. Und da habe ich mir gedacht, ich muss es eigentlich schon kaufen, um die zu unterstützen, aber es war mir noch zu teuer. Ich gebe es offen zu. Also bei mir ist es anders. Ich hab's und nicht gespielt. Ja. Oh. Unser Bärtiger, ja, bevor wir jetzt mit Prison Architect oder sowas anfangen, jetzt machen wir erstmal hier platt. Also, ich muss jetzt mal hier... Der Bärtige stirbt. Das ist so ein philosophischer Satz, Alter. Der Bärtige stirbt. Ja. Wie sieht's denn hier eigentlich mit der Kampfkraft? Der Gelbe ist uns überlegen. Der Gelbe expandiert halt. Wie irre. Ja. Und der Rote hat sich etwas erholt und wir sind halbwegs stabil. Bei Land sind wir inzwischen bei 65%. Und auf 80 müssen wir kommen. Also das ist eigentlich nur die Kampfkraft das Problem. Insgesamt hier guck. Also greif nochmal oben an, Dennis, glaube ich. Oben? Oh ne, das könnte was werden. Wir putzen ihn gerade ziemlich an. Das tut uns richtig weh. Ja, den oberen von den dreien. Sehr sauber. Ach, du machst schon. Okay. Den da? Den rechten Kampf, den du gewonnen hast, die hast du schon verbunden, ne? Weiß ich nicht, weil du hier ständig mich, Ich sag mal ja. Ja. Sie haben einen Sieg errungen. Sehr gut. Erobern wir wieder zurück. Hier da oben, das müssen wir auch. Weil dann hat er überhaupt keine Gebäude und kann uns nicht mehr angreifen. Dann ist er erstmal wurscht. Weißt du, dann kann man da ignorieren. Sieg errungen. Jawohl. Jetzt kann nämlich nichts mehr erstmal bauen. Nicht, da ist doch eine Goldmine.
Siedlung wird angegriffen. Ein Entlastungsangriff. Ah, du baust jetzt überall Burgen, sehr schön. Ja, ja, du hast stark kritisiert, dass du zu wenig Nachschub an die Front kriegst. Ja. Und natürlich nehme ich sowas sehr ernst. Das nimmst du dir zu Herzen quasi. Und der Gelbe greift auch, also die greifen sich auch gegenseitig an hier. Denn ist das unsere Ritter schon massivst reduziert, gell? Ja. Also von den Mittelstarken hatten wir, glaube ich, auch mal 140. Okay. Ja, sind jetzt auch 97. Wie viel haben wir denn in unserer Festung? In unserer Festung, was meinst du? In unserem Haupthaus. Im Schloss. Jetzt suche ich schon hunderte von Wörtern, du bist immer noch nicht damit zufrieden, weißt du? Keine. Aber die steigen doch auf. Wo steigen die denn auf? In den Lagerhäusern. Ach, in den Lager. Das sind auch keine. Dann wie bist du direkt zum Haupthaus gesprungen? Mit rechts, links auf die Karte. Mach ich. Will nicht. Vielleicht funktioniert irgendwie der rechte Mausknopf da nicht. Ja, aber da geht's. Vielleicht geht das nur als linker Spieler. Sie haben einen Sieg errungen. Hier. Guck mal. Ah, oh, Burn Baby Burn. Sehr gut, Dennis. Das tat ihm weh. Dann hat er das Schloss, also die Burg. Siedlung wird angegriffen. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Aber da ist immerhin die Burg und verteidigt. Dennis, haben wir überhaupt Ritter in unseren Burgen? In unseren Lagerhäusern? Ich glaube gerade nicht. Sind alle, glaube ich, unterwegs. Die sind gerade dabei, für uns zu gewinnen. Unsere Kampfkraft geht die nach oben. Positiv gesagt könnte man sagen, wenn der Zeitraum groß genug ist, bei 50 Stunden bewegen wir überhaupt nicht. Ach, guck mal, nee, es geht hoch, ja. Mach doch mal auf 0,5 Stunden, bitte. Ja, der Gelbe nimmt zu, wir nicht. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Aber den Roten haben wir jetzt wenigstens angelatzt. Das ist gut. Und dann würde ich jetzt vielleicht... Wer hat Kampfkraft so schlecht? Da unten der Rosane. Gell? Meinst du, sollen wir den Rosane lieber mal platt machen? Ja. Man sucht sich erst die Schwachen raus und dann die Starken. Okay. Ja dann, wenn du das sagst. Alte Kriegstaktik. Um nicht zu sagen, ich habe dir da ganz viele Burgen gebaut. Nutze ich aber nichts. Oh, Dennis. Guck mal hier. Ja. Was da, wo du den Durchstich gemacht hast? Da gibt's Gold. Sieg errungen und direkt vom Rosen angegriffen. Beim Gelben oder was? Siegerung. Ja.
soll eigentlich dieses ganze, diesen... Dieses was? Dieses Brück, 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 was er da immer macht. Soll einem doch bestimmt irgendwas sagen, irgendwas Schwerwiegendes. Sowas wie, Achtung, das ist kritisch, was du da gerade machst. Was das, ja, das ist dann, wenn er den Bildschirm scrollt. Dann macht er es. Das ist das Signal, dass er gescrollt hat. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Oder für die richtige Betonung, ein Ritter. Aber es sind nur die Stärksten, die bei uns an den Grund kommen. Das ist so eine Puppenserie aus Frankreich. Télé-Chat. So 5 Minuten oder sowas immer. Und das ist einfach sowas von... Sinnlos. Es ist absurd. Ich mag es. Aber es ist voll absurd. Es ist absurd. Ich mag es. Ja. Es ist widerlich. Jawoll, ich musste auch. Jawoll. Mehr davon, bitte.